Hallihallo Minecraft-Freunde, willkommen zu meinem wunderbaren Fragen-Antworten-Video. Wie gesagt, heute kommt dieses Video, wo ich die Fragen beantworte, die bei dem Fragen-Video gestellt wurden, beziehungsweise auch so einfach mal. Und im Hintergrund, dass es nicht so langweilig wird, habe ich einen Zeitraffer eingeblendet, wie ich in Sky Factory 2 die Erzautomatisierung und noch ein bisschen was anderes baue. Okay, ich mache das jetzt mal so, dass ich die Fragen einblende. Und ja, dann halt vorlese und beantworte. Beginnen wir gleich mal. Die erste Frage. Ben Vorwerk schreibt, kann man in deine Faction kommen? Nope. Dann Dummy Place fragt, kann man bei Cosmic PvP, also beziehungsweise bei Cosmic deiner Faction beitreten? Hab einen Rang? Nee, auch nicht. Dummy Place wieder, kann man deine Faction beitreten, wenn ja? Nein, kann man nicht. Und nein, kann man nicht. Mal, da kann ich deine okay, folgendes zum Thema Factions. Wenn ich einfach jeden in meine Faction reinmache, ich habe da richtig miese Erfahrungen mitgemacht, dann ist da garantiert irgendwann ein Creeper dabei. Und wenn man jedes Mal, wenn man irgendwie einen halben Tag mal nicht online ist, die komplette Base wieder aufbauen muss, dann macht das keinen Spaß. Und darum lasse ich auch nicht einfach so jemanden in die Faction rein. Wenn mir jetzt aber irgendjemand extrem positiv immer in den Kommentaren auffällt, oder meinetwegen auch in-game extrem positiv auffällt, dann kann es sein, dass ich mal anschreibe und sage, hey, hier willst du mal mitkommen. Also grundlegend nein, man kann nicht in die Faction, nicht einfach so. Und ich habe auch extrem sehr viele andere Kommentare bekommen. Insgesamt 42 Kommentare zum Thema, kann ich in eine Faction? Und nein, einfach man kann nicht einfach so durch Fragen in die Faction. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Kommentar. Und zwar fragt Michi Gaming, Minecraft, PS3 und mehr, wie ist dein Uploadplan? Ich habe jetzt nicht so direkt einen festen Uploadplan, dass ich sage, Montag und Freitag kommt das und das, sondern 1-3 Mal Factions pro Woche, beziehungsweise jetzt Skybounce und den Rest Sky Factory 2, beziehungsweise solche Special Videos, wie jetzt das Fragenvideo, beziehungsweise Antwortenvideo. Gut, Jonas Prangel, ich habe eine Frage, kannst du mal auf Therion.net spielen? Die Sache mit den ganzen Servern, ich habe extrem viele verschiedene IPs in den Kommentaren zugesendet bekommen und ich kann da überhaupt nicht bei allen drauf spielen, aber ich schreibe die mir alle auf und wenn ich irgendwann mal keine Ahnung, kein Projekt habe oder sowas, dann gucke ich ja mal drauf und wenn da was Nice dabei ist, dann spiele ich das. Baumprofi, wie ist dein Name denn? Und ansonsten nenne ich dich, Peter. Ich gebe dir mal einen Tipp. Der Nick Roman. Also so ein bisschen was in Richtung Nick. Könnte das sein. Okay. LOL, LPS sind LOL. Kreativer Name. Was ist dein Intro-Song? Ich habe keinen Plan. Das ist der Witz daran. Ich weiß nicht, wie der Intro-Song heißt. Ramon Hartmann schreibt, wie kann man ein Grundstück machen? Da das unter einem Cosmic-PvP-Video war, denke ich, das war darauf bezogen. Also, du musst einer Faction beitreten oder, ja, musst in einer Faction sein und dann kannst du /F-Claim machen. Und dann ist das Gebiet geclaimed, dann kannst nur du bzw. deine Faction-Mitglieder was drauf bauen. Und mit /fmap kannst du deine geclaimten Gebiete sehen. Der Ultra fragt, kannst du die Titel so machen? Thumbnail kaputt, bla bla bla, also das war nur ein Beispiel. Das ist zwar jetzt nicht so direkt eine Frage, aber ja, das werde ich auch so machen. Und es ist ja auch momentan schon so. Okay, Tom zockt, hi, ich hätte mal eine Frage. Kann ich deinen Bitfortschrank haben? Heiße Ingame-Zocker13. Ich wüsste nicht, warum ich einfach so diesen Rang verschenken sollte, beziehungsweise hätte ich überhaupt keinen Plan, wie ich diesen Rang an jemanden übertragen sollte. Nächste Frage, das ist jetzt die ultimative Frage. Sky Factory 2, wo ist Piken? Ja, wo ist Piken? Ich habe ihn dazu verdonnert, dass er sich Tutorials angucken soll zu allen möglichen Mods, weil sich herausgestellt hat, dass er unbedingt mitmachen wollte, aber noch nie einen Mod angefasst hat. Wenn er wieder mitmacht, also beziehungsweise ich habe ihm einen Parcours aufgebaut zu einer Singleplayer-Welt, wo er sich mit den Mods auskennen muss. Und wenn er das schafft, dann kommt er wieder rein. Ansonsten muss ich mir jemanden aus den Kommentaren aussuchen. Okay, nächste Frage. Lasse Wissing, witziger Name. Eine Frage, kannst du die Videos mal ein bisschen früher hochladen? Ja, das kann ich theoretisch machen. Das Problem ist, dass meine Internetverbindung so mies schlecht ist. Also wenn ich um 2 mein Video beginne aufzunehmen, dann ist das so etwa um 19 Uhr hochgeladen mit Rennen und allem möglichen. Wenn ich aber mal eine schnelle Internetverbindung habe, dann geht das auf jeden Fall. Ansonsten hat er mir auch den Tipp gegeben, dass ich einfach das Video am Tag davor hochladen soll und am nächsten Tag zu einer festen Zeit veröffentlichen soll. Mit diesem
Ja, damit werde ich dann auch demnächst mal beginnen. Also, ja. So, Redstone Minecraft fragt, wie heißt der Intro-Song? Das weiß ich immer noch nicht. David Minkow, warum spielst du nicht mehr auf Pitforge? Asoziale Spiele, immer zu geradet, bla bla bla. Und du bist der Beste, danke, ich weiß. Machst du mal ein Giveaway? Ich denke, du meinst Giveaway. Werde ich vielleicht mal machen, aber erst, wenn ich ein paar mehr Abonnenten habe. Aaron Dormann, Hashtag Frage, kannst du mal dein Texture Pack verlinken? Ich finde es richtig geil. Ja, kann ich machen. Guck in der Videobeschreibung einfach mal nach, da steht der Name. Und ansonsten, jetzt in diesem Video, guck einfach runter in die Videobeschreibung, da siehst du dann das verlinkt. Da steht irgendwo Server-Doppelpunkt und Mods-Doppelpunkt und da steht auch Texture Pack-Doppelpunkt. Und da findest du den Link dazu. Gut. Mobil Pat Netzler sagt, wie alt bist du? Das würde ich eigentlich nicht unbedingt sagen, nicht irgendwie privat. Okay, Tim Klauke fragt, wie alt bist du eigentlich? Ja, das will ich jetzt eigentlich auch nicht so richtig sagen. Okay, dann fragt Lidlwasser D, wie alt? Okay, ich sage euch, wie alt ich bin 15. Wenn ihr das alle wissen wollt, ich bin 15 Jahre alt. Und welchen PC hast du? Einen selbst zusammengebauten PC. Ich habe einen LG Ultra Wide 21:9 Monitor, eine Logitech Gaming Maus mit 5 Tasten, eine stinknormale Microsoft-Tastatur und ansonsten in meinem Computer drin steckt so ein geiler Riesenlüfter, der, keine Ahnung, ich kenne den Namen nicht, aber auf jeden Fall Intel Core i7 4,4 GHz Taktung, 3 TB Festplatte, 16 GB RAM und ein MSI Gaming Board und dann werde ich mir noch eine Nvidia Grafikkarte holen, da weiß ich aber noch nicht welche. So und so der Sachen mit der Roomtour werde ich mal machen, aber vielleicht so irgendwie als 5000 Abo Special mal, aber jetzt irgendwie noch nicht. Außerdem ist mein Zimmer eh nicht aufgeräumt. Okay, Mobile Gaming ZZ. Wie gut kennst du XMPenguin? Magst du ihn? Also der XMPenguin, das ist so ein Opfer, den wollt ihr eigentlich gar nicht kennenlernen. Yvonne Riese, wie siehst du in Real Life aus? Hässlich. Xenex HD, kommt irgendwann mal ein Stream bei mehreren Abonnenten oder so? Tja, da ist meine Internetleitung leider zu schlecht. Ich habe mal einen Teststream gemacht und das war die reinste Katastrophe. Wenn wir aber eine nächste, beziehungsweise wenn ich eine schnellere Internetverbindung habe, das wird vielleicht nächstes Jahr passieren, dann werde ich auf jeden Fall streamen, denn da habe ich richtig Bock drauf. Okay, wie heißt du in Real Life? Habe ich schon mal gesagt. Nick, wie alt bist du? 15? Würdest du vielleicht mal einen Server machen? Ja, ich würde mal einen Server machen, vielleicht bei 100.000 Abonnenten, so ein kleines Servernetzwerk oder sowas. Also, ich habe vor, schon mal einen zu machen, ja. Und dann, auf welche Schule gehst du? In welche Klasse? Auf ein Gymnasium? Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Und in welche Klasse? 9. Wie kann man mit dir reden? Eigentlich gar nicht, weil ich nicht meine Skype-Adresse einfach so vergeben könnte. Okay, MF Gamer fragt, okay, hier ist meine Frage. Könntest du bei Skyfactory am Anfang immer eine Timelapse einfügen, wo du Monster farmst und so weiter? Ich würde es jetzt nicht unbedingt jede Folge machen, aber zum Beispiel im Hintergrund siehst du ja auch schon mal sowas. Also, kann ich ab und zu mal machen. Okay. Insektosaurus 37. Und eine Frage, machst du eine Sportart, welche? Ich spiele Bed Wars. Zählt das? Nee, Spaß. In Real Life trainiere ich zweimal die Woche Karate. Also ja, ich mache eine Sportart. Orkum Mimoktu, kannst du mal ein Schnitzel essen? Ja, ich bin gleich wieder da. XD, nein, Spaß, wollte fragen, wenn du zu den Buddies könntest, würdest du dann gehen? Das weiß ich nicht, kommt drauf auf das Projekt an. Also ich persönlich gucke die Buddies eher weniger, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu den zu Factions gehen könnte, dann würde ich das vielleicht schon machen. Wie alt bist du? 15? Wenn du über 18 bist, bin ich nicht. Hast du einen Führerschein? Nope. Okay, Jonas spielt, nee, Jose spielt, fragt, was ist dein Ziel auf YouTube? Natürlich das Ziel, was jeder YouTuber hat, 1 Million Abonnenten knacken, aber ich möchte jetzt nicht einfach nur 1 Million Abonnenten haben, sondern versuchen, eine möglichst aktive Community aufzubauen. Denn was bringen einen 1 Million Abos mit 2000 Aufrufen? Okay. Dann die nächste Frage, meine Lieblingsfrage von Hackfleischhasser. Wie alt bist du? 15. Wie cool bin ich? Naja, wenn du Hackfleischhasser heißt, dann irgendwas zwischen minus unendlich und minus zweimal unendlich. Ja, das passt. Wie lädst du mich in deine Faction ein? Mit slash F invite Hackfleisch hasse? Nicht? Ja. Wie sind deine Account-Daten? Guck mal in die Videobeschreibung, steht ganz oben drinne.
Oder, naja, zweite Zeile. Ja, zweite Zeile. Wo wohnst du? Deutschland. Was, wann ist bei der Stubenfrei leider nie? Wo liegen Wertsachen? Tower of London vielleicht? Da könntest du mal gucken. Da liegen, glaube ich, die Kronjuwelen. Okay. Lenoios Zuberi, willst du mal einen Server machen? Ja, will ich machen. Habe ich ja schon mal gesagt. Also, einfach nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Baumprofi fragt, wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt, immer noch. Wie heißt du genau? Nick, und mein Nachnamen will ich nicht sagen, aber er beginnt mit G. In welchem Land, Bundesland lebst du? Thüringen. So, und damit hatten wir jetzt auch alle Fragen durch und kommen jetzt zu der Kürung des Users bzw. des Kommentarschreibers des Monats. Und diesen Titel möchte ich diesmal an zwei Leute vergeben, und zwar ist das der Wizard und der Verogamer HD. Die beiden schreiben mir immer super tolle Kommentare, teilweise 5 Stück oder sowas unter einem Video. Guckt einfach mal bei Sky Factory 2 unter den Videos, da findet ihr garantiert einen Kommentar von denen, wo sie mir immer Tipps geben, wie ich das effizienter bauen kann oder mir helfen, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Also vielen Dank an euch. Ansonsten hoffe ich euch, dieses, hoffe ich euch, ich hoffe euch, ja genau, ich hoffe euch hat das Video gefallen, denn ich habe extrem viel Zeit reingesteckt. Allein das Aufnehmen des Zeitraffers hat fast 6 Stunden in Anspruch genommen, mit Schnitts und allem. Das läuft mit 25-facher Geschwindigkeit, also ja, wenn ihr das gut findet und wenn ihr sagt, hey, ich finde es gut, dass ihr so viel Aufwand nur für dieses eine scheiß Video macht, dann zeigt mir das doch mal mit einem Like, dann beziehungsweise dann habe ich so ein Feedback, okay, das kam richtig gut an oder halt nicht. Und ansonsten schreibt mir wieder Feinfragen unter die Kommentare. Ne, lieber in die Kommentare. Schreibt mir Feinfragen in die Kommentare. Die nehme ich dann für das nächste Video. Also, wir sehen uns. Bis denne. Ciao, ciao.